Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und es geht los. Ihr wisst Bescheid. One Piece Grand Battle auf schwer. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ihr wisst Bescheid. Wir gehen rein. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, welchen Charakter macht es Sinn als erstes zu nehmen. Wer lief am schnellsten unter Normal? Es ist Shanks, gefolgt von Smoker, gefolgt von Lysop. Und das werden dann wahrscheinlich auch die ersten drei sein, die wir dann jetzt nach und nach abarbeiten. Ich werde es euch im zweiten Part mitteilen, ob ich mich da noch dran erinnern kann oder wie ich dann vorgehen will. Wir fangen auf jeden Fall mit Shanks an, gehen rein und schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Na? Also ich habe nachgeguckt, wir waren glaube ich unter leicht so bei knappen 17 Minuten oder nee unter normal war das glaube ich sogar. Ich habe lange Pause gemacht. Und ja, wir schauen einfach mal. Und der ist schwer, ey. Na, komm, oben. Ja, der war nicht... Ah, shit. Das war dumm. Alter, wie viel das abzieht. Ein so ein dämlicher Kick von ihm. Also hier muss man wirklich strategisch vorgehen. Wie gesagt, wir spielen so weit, wie wir kommen. Also... Jetzt. Hau ihn einfach um hier. Mal gucken, was hier möglich ist. Vielleicht geht ein Kampf hier auch so lange, dass wir... tatsächlich hier Part für Part machen oder so. Ja. Oh, weg hier, weg. Ah. Boah, ich merke das schon, das ist hier schon echt ein bisschen tricky. Komm. Ah, verdammt, das war bitter. Oh. Ah. Also ein bisschen vorangekommen sind wir ja, aber auch nicht wirklich. Oh, oh. Okay, wir sind beide getroffen. Immerhin etwas. Ach shit, ich hab den Dings gar nicht auf. Warte, eine Sekunde. Ich krieg das schnell aufgemacht. Das ist gar kein Problem. Verdammt, ich hab da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Daran sieht man, wie lange ich schon nicht mehr gezockt habe. Warte mal, wie ging denn das? Wir müssen mal gucken, wo... Warte, wo ist er? Da ist er, Shanks. Okay, X und Dreieck und Dreieck und Kreis. X und Dreieck. Warte mal, X und Dreieck. Ja, toll. Komm. Yes. Nice one. Das war's doch auch mit... oder? Nee, hat nicht gereicht. Shit. Komm nach unten. Noch ein so ein Ding hier. Oh, oh. Hat gereicht. Schönes Ding. Nice one. Hat geklappt. Aber man hat's gefühlt auch im ersten Kampf schon gemerkt, dass das nicht unbedingt easy ist. Also ich habe am Anfang gleich so zwei, drei Treffer gesetzt und dann hat er einmal getroffen und hat mir gefühlt genauso viel abgezogen wie ich ihm. Tashigi. Eigentlich auch machbar. Gleiche Map. Ja, die Map ist natürlich Vorteil für uns. Ne? Also es wird definitiv noch schwerer. Ah, shit. Ja, das meine ich. Das ist meistens ein so ein Kacktreffer. Yes. Springen. Alter, ich musste ihm dreimal auf Springen drücken. Damit er einmal springt. Ja, der war auch gut. Na, shit. Also ist halt auch einfach mega schnell, ne? Weg da, Bro. Ah, guckt euch das mal an, Alter. Wie viel Schaden das bei mir auch gemacht hat. Ja, das... Na, ja. Na, ja. Können wir da nicht hoch swipen? Ne, können wir... Ja. Oh, den nehme ich gerne. Ah, gib ihn mir. Oh, oh. Oh, shit.
Ah, wegen dem Diamanten habe ich so gedacht, ey, komm, alles reinhalten, was da geht. So. Oh nein. Ey, weißt du, und dann hast du einen so einen Drecksgegenstand, der dich trifft und fast komplette Energie wieder weg. Ja, jetzt komm, rauf. Einfach in die Wand reinmauern da. Ja. Jetzt. Das gibt's nicht, ey. Sie hat immer noch ein bisschen Energie. Oh, oh. Da hat sie mich übers Knie gelegt. Yes. Boah. Ich sag ja, sie ist eigentlich leicht. Aber tricky. Nee, ich habe vorhin den Diamanten eingesammelt und dann habe ich mir gedacht, ey, das muss ich jetzt riskieren. So, auch wenn der Blitz dich jetzt treffen wird, drauf geschissen. Musst du jetzt machen. Bei ihr ging's tatsächlich. Sie war nochmal einen Ticken leichter. Boah, Ruffy, ey. Wie gesagt, wir machen den Part so lange, bis wir einmal hops gehen. Und dann gucken wir mal. Also, das variieren wir vielleicht ein bisschen, aber Stand jetzt sind wir eigentlich ganz gut im Modus. So, ich würde sagen, bis wir einmal hops gehen, vielleicht noch ein zweites Mal oder so. Wir schauen einfach mal, wie weit ich so komme. Ja, der war gut. Komm. Ich habe ihn eingesammelt, ne? Okay, wieder ich eingesammelt. Was ist denn hier los, Ruffy? Willst du nicht auch mal ein bisschen was vom Kuchen haben hier? Ja, das ist natürlich bitter. Ja, ich habe gedacht, er würde hochspringen. Nein. Ja, wir müssen halt sofort rauf auf die Nummer, ne? Ah, er ist zu schnell. Da brauchst du halt... Da brauchst du halt gar nichts anderes irgendwie probieren. Alter, das dauert zu lange. Ich bin auch hochgesprungen und hab gegriffen. Also nicht gegriffen, sondern... diese Map... ist halt nicht so geil. Also sie ist schon irgendwie geil, aber... ja, das kannst du knicken. Ja, es ist... er ist halt immer so schnell wieder aus der Verteidigung. Oh, weg, 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 weg. Na, chillt er hier wieder in der Verteidigung rum. Jetzt. Jetzt. Oh. Er wird halt auch instant weggedrückt, ne? Ja, komm her. Brenn doch noch ein bisschen. Komm einfach. Komm. Spiel mit. Oh. Das wollte ich nicht. Ich habe manchmal so das Gefühl, entweder von meinem Controller die Dreiecktaste ist im Arsch. Oder... hier kommt nochmal wieder. Nix da. Oh, shit. Okay, das nimmt man denn doch auch nochmal in Kauf. Ha. Da, in die Fresse. Boah. Ja, bei ihm, das mussten wir einfach nutzen. Man hat gemerkt, dass wir so ein Momentum gegen ihn hatten. Da mussten wir einfach drauf. Das war so crazy. Du hast einfach instant gemerkt... wenn, ja, wenn du dir zu viel Zeit lässt oder so, dann wird er dich zersägen. Dann wird er dich platt machen, aber nee, wir haben ganz gut mitgehalten, auch so von der Geschwindigkeit her, aber er ist halt Ruffy, ne? So, es ist übrigens passiert, ich weiß gar nicht, das war im letzten Part noch gar nicht dabei, aber wir können ja jetzt schon mal ein bisschen drüber philosophieren. Der Trailer ist raus. Die Netflix-Serie. One Piece. Habt ihr Bock? Sieht ein bisschen trashy aus, habe ich schon gehört, aber irgendwie... ich weiß nicht. Auch schon gehört, dass einige Leute Gänsehaut bekommen haben. Inklusive mir. Ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Es ist nichts, wo man jetzt sagen muss, okay, ist halt weltbewegend, ne? Es wird alles richtig geil abfetzen, so. Guck mal, ich muss ja auch sagen, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Netflix-Serie zu Cowboy Bebop, so, dann muss ich sagen, ähnlich. Also ich fand die Serie... oh Mann. Auch ganz nice. Warte mal, es juckt. Ich fand die Serie von Cowboy Bebop eigentlich auch ganz nice, aber irgendwas hat da nicht so richtig gestimmt. Und ich befürchte, das ist bei One Piece wieder so eine ähnliche Sache, dass es eigentlich ganz cool werden könnte, aber da auch wieder irgendwie was nicht so richtig, was man nicht so genau definieren kann, vielleicht auch vielleicht wieder zu lang, vielleicht... aber gut, Cowboy Bebop ist natürlich auch ein sehr geiler Anime, aber mit One Piece ist man auch aufgewachsen, ne? One Piece wird einen ganz anderen Credit haben. Oh, das ist da dumm gelaufen. Ah, shit. Oh, shit. Da habe ich die schön Schaden gefressen. Ja, nehme ich gerne mit. Oh. Ey, wenn wir einmal getroffen sind, ne? Wir können uns dann aber auch irgendwie nicht resetten. Wir fangen uns dann nicht mehr.
Jetzt. Ah, er kippt wieder um. Jetzt. Ja, das war auch schön. Den können wir auch platt machen jetzt hier. Wen bekommen wir jetzt hier eigentlich? Bekommen wir Zorro oder bekommen wir Falkenauge als Gegner? Sind wir eigentlich schon im sechsten Kampf? Hä, willst du mich verarschen? Habe ich aus Versehen auf leicht gestellt? Oh Gott, ich muss die Fresse halten, sonst jinx ich's. Fünfter Kampf, okay. Ich wollte gerade sagen, ich gucke gerade auf meine Aufnahme so. Wir sind bei 11 Minuten. What the fuck? Legen wir hier einen neuen Rekord hin, oder was? Pass auf, gleich geht der Part wieder eine Stunde oder so. Was ist denn los? Ich habe wirklich überhaupt nicht geübt. Ich habe eben noch Dragon Ball aufgenommen und Smackdown, weil ihr habt's mitbekommen, war eine leichte Durststrecke auf dem Kanal. Vielleicht ist sie ja immer noch vorhanden. Aber es liegt auch ein bisschen daran, weil die Aufrufszahlen aktuell sowieso nicht so hoch sind. Ist klar, es ist Sommer, viele chillen am Strand. Ich werde auch am Strand chillen, wenn mein Urlaub ist. Der ist demnächst. Bisschen arbeiten noch und dann hänge ich nachher auch am Strand rum. So, aber ein bisschen aufnehmen kann man ja natürlich auch schon mal. Wahrscheinlich werde ich da auch viel im Vorfeld schon wieder versuchen aufzunehmen. Yes. Es läuft gerade so ein bisschen. Boah, da hat er sogar noch so einen Sprung hingekriegt, weißt du? Eigentlich wollte er doch da schon landen. Boah, er ist halt auch einfach schnell, ne? Boah. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie in der Zone landen, dass er mich hier immer... Da haben wir Glück gehabt. Oh, shit. Das war mies. Er hat in die andere Richtung geguckt. Also das war wirklich mies. Hehehe. Hat sogar geklappt, ne? Ich habe gedacht, er springt da oben weg, aber von oben kam ja auch die Dings geflogen. Also er musste ja irgendwas machen. Und direkt auch ins Wasser. Nice one. Aber crazy. Aktuell ist das zeitlich sogar besser als auf normal. Aber irgendwie bin ich blöd. Habe ich auf leicht eingestellt? Nee, ne? Aber Shanks kämpft sich halt auch gut. Mihawk. Ja, der wird natürlich zeitlich jetzt reinhauen. Was hatte ich gesagt? 17 Minuten, 18 Minuten und 19 Minuten oder so? Jetzt haben wir natürlich Druck. Mihawk ist hier der Gegner. Eigentlich würde Ruffy... Naja gut, eigentlich auch nicht. Weiß es nicht. Das hatte ich eben schon bei... Oh, jetzt. Oh nein. Oh ja. Nimm es. Bisschen Schaden fressen. Habe ich eben schon bei Dragon Ball erwähnt. Ja. Ich habe den Dragon Ball Film, den neuen, nur zur Hälfte bis jetzt geguckt, aber jetzt ist vor kurzem auch der One Piece Film angekommen, den hatte ich auch vorbestellt. Oh, weg da. Ja, kann man machen. Ah, shit, ab ins Wasser geflutscht. Ja, komm. Ich muss gleich selber erstmal nochmal nachgucken. Oh. Ja. Was ist denn Schwierigkeitsgrad so? Oh nein, wieso fällst du denn wieder ins Wasser? Na? Ja, das bringt wahrscheinlich nichts, ne? Der Winkel ist... Okay, er hat meinen gekillt. Come on. Ah, jetzt killt er ihn wieder. Das gibt's doch nicht. Komm her jetzt. Feierabend. Boah, nice one. Das ist ein neuer Rekord. Ey, pass auf, jetzt steht er leicht. Was ist denn jetzt los? Jetzt steht er bestimmt leicht. Ich muss jetzt unbedingt mal gucken gehen, aber das ist doch safe ein neuer Geschwindigkeitsrekord hier. Was ist denn das? Das ist ja teilweise wie auf leicht hier gewesen.
Schönes Ding mit Shanks, das Ding gerippt. So, zeig mal. Wir müssen jetzt einfach mal reingucken. Das war doch nicht... Wir haben doch nicht auf schwer gestellt, oder was? Doch. Ha. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Aber Shanks kämpft sich halt gut, ne? Das wird nachher wieder, wenn sich Panda Man und... Oh, Vivi, ey, guckt euch die Parts an, Alter. Oder besser nicht. Nee, aber haben wir ganz gut hingekriegt. Hat Spaß gemacht. Schreibt mir gerne eure Gedanken oder Tipps und Anregungen wieder in die Kommentare und auch was den One Piece Film beziehungsweise die One Piece Serie angeht. Also ich bin nicht abgeneigt. Ich will erstmal gucken, wann es auf uns zukommt. Ist ja, glaube ich, am 31. August. Das hätte ich auch gedacht, wäre erst im Dezember oder so. Aber ist vielleicht auch im Sommer besser geeignet, ne? Gut, ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal ciao.